Machen wir weiter. Boink. Nein, kein neues Spiel. Wir continuen. 11 Abenteuer hatte ich schon in dem Turm. Nur 5 Monster ausgebrütet oder 5 aktuell dabei? Ne, 5 wahrscheinlich aktuell dabei, würde ich mal sagen. Gut. Ah ja, ich habe einen Cyclone dabei. Das wollte ich bei Gladius reinpacken, ne? Denke ich. Hier, diesen Florenzschild habe ich bekommen. Das letzte Mal. Den will ich ausbessern. Dann habe ich das Level 12 Frost. Ich hatte kein Frostei mehr. Okay. Ja, gut. Dann organisieren wir mal eins. Nennen es Miyoko und packen da das 12er rein. Wie wir es gesehen haben, werden die Level ja... wird das höhere Level übernommen. Was natürlich gar nicht schlecht ist. Ich muss aber... Ah ja, Cyclone ist auch draußen zuerst. Cyclone um 1-2 Stufen aufleveln. Bevor... Oder kann man die Fähigkeit trotzdem weiter... Ich probiere es mal aus. Ich will MP-Halbierer machen, ne? Auf Gladi. Dann verbrauchst du nicht mehr so viel MP. Achso, Moment. Pichikyun hat ja schon. Pichikyun hat ja schon. So. MP-Halbierer. Gucken wir mal. Du sollst das Hauptmonster sein und dir MP-Halbierer aneignen. Genau. Vom Cyclone. Sudele. Nee, falscher Knopf. So rum. Ja, hier. MP Halbierer hast du bekommen. Sehr gut. Also alle Attacken kosten jetzt weniger MP. So können wir jetzt weiterziehen. Mal schauen, wen wir so treffen. Ich habe mich nicht umgedreht. So. Und schon wieder eine Fliege. Was wollte ich noch sammeln? Diese Öle, die Waffen und Schilde verstärken. Genau, da wollte ich meine Ausrüstung aufbessern. Hey, nicht bei der Arbeit einschlafen, komm. Eieiei. 11 Zügel. Moment, das Item ist neu. Was ist denn dies? Verhindert, dass Familias verloren gehen. Okay. Kann in einem sehr verwirrenden Labyrinth-Level mit engen Gängen kann das passieren. Aber jetzt mache ich mir da keine Sorgen. Habe ich das erste Mal gesehen, diesen Gegenstand. Da geht's schon weiter. Das ist eine Sichel für einen Troll. Sonst nix. Na gut. Gehen wir mal hoch. Gibt's auch mehr XP. Für die Wumms bin ich jetzt mit der Ausrüstung scheinbar eh zu stark. Also, wir beschreiben mal das untere. Du schon wieder. Ja. Quack, quack, quack. Um Feuers Willen schämst du dich nicht, schon wieder. Dich auszuruhen und deinen Familie das Kämpfen zu überlassen. Ist derselbe Dialog schon wieder. Welche Antwort habe ich ihm das letzte Mal gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das habe ich ihm gesagt. Ich sag jetzt mal, leg dich nicht mit einem Monsterzähmer an. Ha, als ob du ein Recht zum Widerspruch hättest.
Es sei denn, du möchtest kämpfen. Will Quack kämpfen? Willst du? Moment. Kämpfe ich jetzt gerade wirklich gegen Gosch? Ach, wie süß. Ein Punkt. Quack hängt da hinten rum. Pidgey macht wieder alle Arbeit. Level 5 ist der. Okay. So sieht er also sein Ingame-Sprite aus. Ich bin noch Level 1. Ups. Ah ja, du zockst auch nebenbei. Viel Spaß. Und ich habe die Antwort mit Quack genommen, okay. Hatte ich es richtig im Kopf, ne? Und da hat er gemeint, er läuft ihm, glaube ich, nur hinterher oder so. Ja. Hey, wir kämpfen gegen Gosch. Hätte ich nicht erwartet. Der hat gleich verloren. Au. Dein Quack hängt sonst wo rum. Der macht gar nichts. Warte eine Sekunde. Ich sag, bleib mal ganz ruhig. Hier, nimm die Heilkräuter. Ich war wohl zu unvorsichtig. Das heißt, ein Sieg und null Niederlagen für dich. Das werde ich nicht vergessen. Ja, Quack, du bist nur sonst wohin gelaufen. Hat er mir die Heilkräuter jetzt ins Inventar gegeben? Die haben da kurz da rumgelegen. Ja, ich glaube schon. Die haben da einfach rumgelegen und dann ist er abgehauen. Ich habe Gosch vermöbelt. Ups. Ah ja, da ist dann noch was. Okay. Okay. Da war noch eine Spontananfrage fürs Wochenende. Für einen Kater, den ich schon öfter betreut habe. Gut, dass sie mich jetzt für dieses angefragt hat und nicht erst später. Ich habe zwar auch dieses noch ein bisschen zu tun und dann die Streams mit euch geplant, aber das hätte ich noch hinbekommen. Jetzt sagt sie, dann reicht erst Samstag und Sonntag. Also Peachy, dass wir am Samstag wegen deinem Abendessen mit deiner Familie da aufhören müssen pünktlich, das ist jetzt nicht so wild, weil ich muss wegen dem Kater dann sowieso, dass ich denen seinem Abendessen gebe, dann auch aufhören. Also passt schon. Moment, das war nicht. Das war nicht das Item. Doch. Ach, es gibt eine Saat und es gibt dieses andere Symbol. Das, was aussieht wie so ein Getreidekorn. Das habe ich das letzte Mal benutzt. Und es gibt aber auch das hier mit dem Apfelsymbol, das das auch macht. Oh, okay. Der Kater wohnt ja nicht sehr weit weg von mir. Es ist halt mit den Öffis halt ein bisschen blöde zu erreichen. Aber ansonsten... Also ich brauche schon eine Dreiviertelstunde trotzdem zu ihm. Wenn das Timing nicht richtig stimmt. Aber hey. Ah ne, durch den Busch kann ich nicht laufen. So. Ja, der Wump ist gerade feige von mir davongelaufen. Dann gehe ich eins weiter hoch. So. Also ich kriege zeitlich am Wochenende schon das meiste von dem hin, was ich mir vorgenommen habe. Sagen wir es mal so. Geht ja wieder alles nach einer gewissen Priorität. Alter, Pichi, du hast es heute mit den Fallen hier. So
viele Fallen schon reingelaufen. Ich habe jetzt vorhin auch noch mal 2 Uploads fertig gemacht. Morgen, wenn ich von der Runde heimkomme, mache ich einfach gerade weiter. Ich muss halt jetzt auch erst wieder weiter schnibbeln. Sehr schön, Level Ups. Ach, gucke mal, der... Nein! Der Pilz ist da gerade so schön in die Falle gelaufen. Okay. Hier lang, Leute. Was ich diese Woche aufnehme und nächste Woche kann ich dann ja nutzen, um die Zeit zu überbrücken. Ja, Level 3. Ja, habe ich genug Uploads, die ihr nachholen könnt. Bis ich dann Anfang September wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Weil ja dann 2 Wochen lang Streams ausfallen müssen. Da, weg mit dem Katawump. Naja, da geht's weiter. Nee, das ist ein Flammorb. Das ist so sehr ähnlich, dieses Symbol. Das ist... Ey, tu gerade nicht weh. So. Soll keiner K.O. gehen hier. Ich habe aber noch keine Öle gefunden. Die sind halt selten. Na gut, dafür level ich gerade nach. Das darf ich natürlich auch nicht vergessen. Nur die Ausrüstung bringt es halt auch nicht. Halt, Sand war nur für die Kugeln. Ah, nee. Sand war fürs Schwert. Dann benutzen wir das doch mal. So, damit ist das Bronzino jetzt stärker. Hä, ich dachte, Öle war für Waffen und... Ach nee, die Farbe. Die Farbe war es ja... Weiß war für Kugeln, blau für Schild und rot für Waffe oder so. Au. Wo ist denn der Ausgang? Da nicht, das ist eine Sackgasse. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? Wohl in der Mitte. Da kommt nur ein paar XP von der Seite. So. Der andere ist nicht interessiert, aber du bist frech. Weg mit dir. So. Guck mal. Aha. Das ist jetzt aber richtig. Ja. Meine Güte. Manchmal gar nicht so einfach. Oh, ich will eigentlich nicht auf jeder Ebene so viel rumtrödeln. Oh, ein Ei. Was für eins? Na, ah, das ist ein Wump. Naja, gut. Ah, da geht's schon weiter. Aber das war noch nicht die Ebene, wo man Frosties kriegen kann, ne? Ne, ich gehe mal eins weiter hoch. Ich habe diese Eisart dabei. So, als wollte die ganz speziell sagen, so hier. Na, du bist jetzt ein bisschen eingeschränkt. So, jetzt geht's. Money, money. Keine Monster hier? Hallo?
Muss ein paar Sachen loswerden. So, damit kann ich meine HP steigern. Das ist schon cool. Wobei hier steht, zurückzugewinnen. Und da war jetzt gerade... Oh, das macht Paralyse. Das will ich nicht. Hust. Da steht, HP ist... Maximale HP ist um 1 gestiegen. Ah, verdammt. Au. Ich schmeiß das Lehmkrautzeug da nach dir. Alter. Ach, Schaden, das hat wehgetan. Der hat einfach einen Crit gelandet, der Sack. Geht's hier schon weiter? Ein Frosty wäre nett. Habe ich diesmal Platz? Ich glaube. Bin jetzt nicht huderbrosicher. Ja, das war wieder eine Witzart. Die brauche ich nicht. Darum gebe ich sie dir. Ja, diesmal habe ich Platz gehabt. Okay, danke schön. Entweder schmeiße ich sie nachher noch fort oder ich benutze sie. Mal schauen. Verwöhn doch mal deinen Familie, okay? Entschuldige, wenn ich gestört habe. Danke. Diesmal konnte ich mal dein Geschenk annehmen. Wie, das war's schon? Aber ich suche doch noch einen Frost. Also hier gibt's auf jeden Fall Troll schon mal. Es sollte nicht weit sein. Und ich muss auch dran denken. Ah, ein Frost, ein Frost, ein Frost, ein Frost, ein Frost, ein Frost, 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 Frost. Werfen. Piep. Ja! Miyoko wird geboren. Gleich. Erst müssen wir uns noch gegen einen weiteren hier wehren. So. Bekomme ich noch ein Level up? Nee, hat noch nicht gereicht. So. Hier, ein Frostei. Klupp. So. Also geht nicht. K. Hier. Jo, passt auch schön da rein. Zwei Buchstaben hätte ich sogar noch frei gehabt. So, Frosty Miyoko ist jetzt vorhanden. Ist halt jetzt erstmal nur Level 1. Aber wenn wir den mit dem anderen Frost zusammentun, um den Namen zu übertragen. Ist dann hoffentlich Level 12. Dass der auch mit übertragen wird, der Level. Allheil. Nee. Habe ich noch ein paar Medikraut, mit denen ich mich... Nö. Ich kann das... Ja, komm. Kann die MP wieder ein bisschen auffüllen, schadet nicht. So. Aber ich brauche das Allheil, glaube ich, nie mitnehmen.
entweder wertvoller oder etwas, was ich gebrauchen kann, wie halt die Sachen, die wir Schild und Schwert verbessern. So, oder? Level Ups? Ja, her damit. Ich kann nicht auf Level 4 da hochgehen. In Ebene 20 oder so. Was war mein Rekord? Da kommt ein Noise von da hinten. Okay, du bist weg. Für einen Moment hat es so ausgesehen, als wärst du nicht wirklich motiviert gewesen. Okay. Zack. Au. Und tschüss. Weiter geht's. Ein Troll. Alter, was ist das heute mit den Insekten? Schon wieder irgendwas an meinem Ohr vorbeigeschwirrt. Heute Mittag beim Hasenfüttern hat mich auch eine Wespe belästigt. Das läuft doch bisher ganz gut. Don't jinx it. Wenn wir wieder auf die Ebene mit den Griffins kommen und so. Okay. Hallo Gosch, nochmal. Also gut, du hast bestanden. So sollte ein Gefolgsmann von Gosch sein. Dem größten Schwertkämpfer. Ah ja. Den ich vorhin... Hast du deinen Quack gerade geprüft hier, ja? Ja, natürlich. Um ein Gefolgsmann zu werden, musst du eine gewisse Klasse haben. Quack, quack. Gehen wir, Quack. Kein weiterer Kommentar. Okay. Der fordert mich, glaube ich, nicht nochmal raus so bald. Schauen wir mal. Zauberstab. Ein Ei? Okay, jetzt muss ich Sachen loswerden. Weil Eier sind schon wertvoll. Dann nehmen wir das mal. Schadet nicht. So. Was habe ich denn da jetzt gefunden? Tarnung. Wer war Tarnung? Tarnung. War das Anna Löber? Ich glaube. Ach, guck mal hier. Was ist das? Wer ist verschwindet? Spieler verlässt Turm. Okay, das ist neu. Bringt das was, wenn du voll bist? Glaube nicht. Da ist ein Flammen. Will der mit mir spielen? Da liegt so ein Sandbeutel. Haben will. Einmal noch, komm. Ein gefährlicher Treffer von 3. Ich muss mal gucken, ob das meine Max-HP wirklich so um plus 1 erhöht. Gladys Level 7. Gladys holt nach.
Wieder war. Hä? Ach, da bist du. Ich habe keine Ahnung, ob das besser ist als Bronzino. Ein vergoldetes Schwert. Und das hier ist halt nur Bronze. Ha. Also üblicherweise ist Gold immer besser als Bronze. Ich benutze das mal. Mal schauen. Ah, das ist kein Zauberstab. Das war nur eine Krücke. Verdammt. Ui, das hat sogar schon plus 6. Ja, Gladi hier. Als Galilop musst du wieder die Schulbank drücken. Bist erst Level 6. Windsort. Also Krücke kann ich auf jeden Fall wegwerfen. Weiß ich, bringt nicht viel Geld. Windsort. Verwandle die Farmelklasse in Wind. Oh, die waren, glaube ich, schon was wert. So seltene Saaten sind dann schon... Nein, noch nicht. Ich wollte dann darüber. Rotsand sogar. Ja. Ja. Härtet Schwerter. Ja, benutzen. Jetzt habe ich dieses Schwert auf Level... Also auf plus 7. Dann kann ich mein Bronzino weggeben. Was ist das für ein Stein? Ein Windedelstein, okay. Der gibt wahrscheinlich mehr Geld als die Saat, die mich da aus dem Turm schmeißt. Vermutlich. Muss ich gucken. Hatte den Gegenstand vorher auch noch nicht. Ah, das ist diese Ebene. Da liegt doch oft gerne noch was. Naja, diesmal nicht. Na gut, dann gehen wir weiter. Lag nur ein paar Pfennige rum. Na gut. Okay, 10 habe ich schon mal wieder. Ja, so ein Öl. Siehst du? Blauöl. Diese Brillen haben es nicht wirklich gebracht. Preislich. Nee, verhindert nur, dass der Schild rostet. Vielleicht ist das einfach nur, dass der einmal nicht kaputt geht, wenn ich den Dungeon verlasse oder so, weil ich umgehauen wurde. Da geht's schon weiter. Das gefällt mir nicht. Ach, verdammt. Jetzt bin ich auch in meine Falle getappt. Kriegt nicht nur Peachy die Fallen ab. da ist jetzt aber Peachy wieder reingetreten. Gibt's nicht noch irgendwie Monster oder Loot? Ach, gucke mal da. Da ist jemand. Ja, der Schaden bringt nicht viel gegen das Analöber. Er steht immer noch. Er versucht sich alles in jemanden zu verwandeln, aber irgendwie klappt das nicht. Wie viel Leben hat denn der noch? Komm. Jetzt. Okay. Ich bin jetzt aufgestiegen. Gut. Ich habe aber auch gemerkt, so ein Galilop braucht sehr viel Punkte. Das levelt etwas langsamer. Nee, ja.
Da ist nochmal ein Rotsand. So. Jetzt hat es Level 8. Es ist halt die Frage, wo ist die Grenze? Au. Also Platz für zweistellige Ziffer ist das schon. Ist halt die Frage. Ach komm, das bisschen. So, jetzt. Nein, nicht klar, die umhauen. Ich habe nur MP-Heilung gerade dabei. Keine HP-Heilung. Jautsch. Ah, das reicht nicht. Nein! Wie soll er denn leveln, wenn er in der Tasche rumgammelt? Die Anti-Magie-Falle immer noch auf Peachy. Ich glaube, die ist jetzt noch nicht aufgelöst worden. Ja, toll. Na, komme ich wieder nicht weiter. Ja, ich kann die nur eine Monster. Ich habe leider nichts, womit ich dich jetzt wieder beleben kann. Verdammt. Es gibt so ein Item bestimmt, aber ich habe es nicht in meinem Besitz. No. Warum greifst du nicht an? Hat jetzt gerade irgendwie keinen Bock. Boykottiert gerade. Warum keine Red Saber gegen die Blume? Komm schon. Peachy, die Blume, die... Mach dich dumm an von der Seite. Ich verstehe das KI-System immer noch nicht. Mit nur einem Monster will ich nicht weiterziehen. Ich wüsste gerne, wie viel ich für die Windsaat bekomme. Ja, nicht die Windsaat, die Olimsaat hier. Ich benutze mal das. Das ist blöd gelaufen, der Troll da. Naja. Ja, schon wieder zurück. Ich wollte eigentlich nur ein Stückchen höher. Naja, gut. Dann können wir Myoko-Troll jetzt mitnehmen. Oh, einmal gut geschlafen. Okay. Den Frost nehmen wir mit. Und dich nehmen wir mit. So. Der Neues kann zu Hause bleiben. Nochmal die Eier checken. Ein Troll und ein Oktos-Ei. Achso, ich dachte, süß war Ding. Brauche ich jetzt nicht aufheben. Werden wir mal verkaufen.
freut er sich doch drüber. Ich habe ein paar Eier für dich. Kannst das und das haben. So, bitteschön. Monster kaufe ich dir heute nicht ab. Aber den anderen Krempel will ich noch loswerden. So. Zack. Ja, diese Altbacken-KI, die habe ich keine Ahnung. Schauen wir mal, wie es als nächstes geht. Oh ja, guck mal an, was das Schwert wert ist. Ach du meine Güte. Der ist auch 100 wert, wie der Edelstein. Also macht keinen Sinn. Diesen Zügel brauche ich nie wieder mitnehmen. Der macht keinen Sinn. Der ist nichts wert. Okay. Ja, ich habe alles, was ich möchte. So. Ach so, da habe ich jetzt ja gerade ein Problem. Verdammt. Ich kann ja nur maximal 5 Sachen mitnehmen. Es muss jemand zu Hause bleiben. Für einen Run. Da ich ja fusionieren möchte, wird ich jetzt wohl leider Pichikyun. Ach so. Das ging nicht so. Moment. Ja, auch nicht. Wie ging das denn nochmal? Da komme ich halt nur in den Geldschrank. Das bringt mir nichts. Ich will ein Monster da lassen. Weil so darf ich nicht in den Turm gehen. Jetzt bin ich verwirrt. Das geht doch auch hier irgendwo, oder? Hä? Geht nur so. Ah, verdammt. Na gut. Habe ich da zufällig einen extra Windedelstein liegen? Nee, gell? Nee, habe ich nicht. Dann hole ich mir kurz ein. Ich habe ja genug Geld. Mach die Fusion. Und komm schnell wieder raus. Zähle den Run nicht. Mal nur einmal ganz kurz rein zum Fusen und dann wieder raus. Du hattest die Edelsteine, oder? Ja, hier gibt's nichts, was du dir leisten könntest. Nein, hast du nicht. Verdammt, was ist das denn? Verhindert das MP-Fallen. Blauöl verhindert, dass das Schild rostet. Ich war mir so sicher, dass du diese Kristalle hast.
Scheinbar nicht. Hä? Ich war mir so sicher, dass sie diese Kristalle hat. Naja, gut. Ich glaube, ich werde Nico bei der Sammlung helfen. Ja, wo ist die? In ihrem Haus wahrscheinlich, gell? Kann man bei dir noch irgendwas machen? Du siehst beschäftigt aus, wie immer. Du bist spezialisiert auf Waffenrüstung, ich glaube nicht. Oh, der verkauft ein Bronzino plus 8. Aber mein Goldschwert, das ich da habe, ist mit plus 8 einiges an Geld wert. Also deswegen gehe ich davon aus, dass das ordentlich was hat, drauf hat. Nee. Kann man echt keine von diesen blöden Windkristallen irgendwo sich auf Vorrat mitnehmen? Wie bescheuert ist das denn? Nee, das ist das reiche Schlüsselhaus. Da will ich nicht hin. Das ist nicht das... Oh, das ist euer Haus. Nee, danke. Hä, ich dachte, das hier war das reiche Schnüsselhaus. Ach nee, das ist die Bar. Ups. Hab ich mir jedes Mal verguckt? Obwohl ich ja erst diese Tour durch die Stadt gedreht hatte. La la la. Ist das hier Nikos Haus? Nee, das bist du nicht. Wenn ich groß bin, werde ich auch Jäger. Dann kann ich viel Geld verdienen und mein Vater muss nicht so hart arbeiten. Ja, viel Spaß. Mal gucken, ob ich das mit dem Tropium morgen hinkriege. Wenn ich nicht wieder 5000 andere Sachen, die wichtiger sind, ablenken. Na. Ah. Wenn ständig irgendwelche spontanen Kundentermine dazwischen kommen, habe ich unter anderem morgen einen um 5. Den darf ich nicht vergessen. Ich bin so etwa gegen 1:30 zu Hause. Ich mache mir was zu futtern. Also Mittagessen. Und guck mal, dass ich das mit dem Tropio sofort dann erledige. Bevor ich den Kundentermin um 5 habe. Den Rest des Abends habe ich dann für mich. Ich habe extra keinen Stream für morgen geplant, damit ich noch Sachen erledigen kann. Wie weitere YouTube-Uploads. Den Tropio. Die Sachen im Monster Hunter checken. Aber ja, ich denke dran. Und ich bin jetzt gerade echt ein bisschen genervt, dass ich diese scheiß Steine nicht so bekommen kann, ey. Ärgerlich. Na gut. Dann will ich aber zumindest den Schild mitnehmen. Zumindest eine Defensive. So. Ich sollte noch speichern. Dann wird es jetzt vielleicht doch ein längerer Run. Schauen wir mal. Daten sichern. Okay, das kommt jetzt aber hier oben hin. So. Ich habe den Tropio nicht vergessen. Es kommen nur ständig andere Sachen dazwischen.